Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Warframe. Wir haben jetzt zweimal Erde gespielt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal beim Jupiter weiter, damit wir zum Boss kommen. Die Frage ist natürlich, ob wir den überhaupt erledigen können. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch diesen Boss. Uns fehlt leider nicht immer noch eine einzige Neurode, um die Fury aufzuwerten. Aber, ja, was... Wow, das leckt, alter Schwede. Aber ja, ist okay. Ich glaube, das ist vertretbar. Sind wir auf dem Schiff? Ah, nee, okay, wir sind auf dem Planeten. Töte 20 Gegner mit der Pistole. Na, das kriegen wir locker hin. Your mission is to break into enemy data vaults and steal any intelligence files you find. Ja, hatte einfach nicht mal mitbekommen. Tenno, be on the lookout for increased security measures. The enemy would rather destroy their data than let it get into our hands. Kann ich mir gut vorstellen. Ist nicht das erste Mal, dass wir das hier machen, ne? Dass das niemand hört, wenn man so ein paar Kisten aufschlägt. Bin vorsichtig. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Die Frage ist natürlich, wie lange wir das schaffen. Oh, ein lautloser Kill. Und dann können wir auch noch einen Dings hacken. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist. Na toll. Okay. Ja, na klar. Und schon wissen die automatisch, wo ich bin, ne? Na super. Da bin ich ja jetzt mehr als begeistert. Alter, die Viecher halten so viel aus. Ah, was ist? Ah, komm. Gott. Die Roboter kriege ich mit der Waffe nieder, ne? Okay, ja. Alter, 20 Kills wird schwierig. Geh weg. Na gut. Alter, nicht mal das kann ich one-hitten. Was ist das für eine Scheißpistole? Also, solange keiner von hinten kommt, ist halt okay. Sollte mir schnell diesen einen One-Kill sichern? Da vorne ist dieses... Ich glaube, das war's. Gut, einmal reinhacken. Und
warte, ich guck noch, nehme noch schnell das hier mit. Wow, wie anspruchsvoll das jetzt war. Absoluter Hammer. Looks like heavy activity ahead. Okay, wird schwierig, da runter zu kommen. Überhaupt, wenn sie mich entdecken. Wenn sie mich entdecken. Ist es vermutlich vorbei. Ist hier irgendwas? Gucken, ob man hier irgendwo rein kann. Okay, da kann man das Laservis-Zeug abschalten. Toll! Data destruction is imminent. You need to hurry. Scheiße. Hier kann man rein. Warte, so und so. Okay, jetzt habe ich schon richtig gefailt. Okay, jetzt Beeilung, bevor mein Schild im Arsch ist. Okay. Okay, jetzt schnell. Okay, wow, Gott sei Dank. Data integrity verified. Retrieval was successful. Okay, sehr schön. Ja, war nicht so der Hit. Hätte man vielleicht ein bisschen anders lesen können, aber hey. Naja. Gut, auf zum nächsten. Und tot. Sehr schön. Ah, nichts getroppt, was ich brauchen kann. Okay. Das nenne ich auch Stealth Kill. Haben wir nichts mitbekommen, ne? Okay, viel Schuss habe ich nicht mehr. Wollte gerade sagen, muss ich kombinieren mit irgendwas, aber... Hier waren wir doch vorher schon, oder? Dank unseres tollen Freundes. Ah, ich glaube, das mit der Pistole schaffen wir nicht mehr. Komm, lad ein bisschen schneller nach. Ich weiß, ich stehe jetzt gerade ziemlich dämlich in der Gegend rum. Den Großteil meiner Zeit. Okay. Ah, wird schwierig werden. Okay, mal alles einsammeln. Du wirst sterben. Du bist schon tot, du bist auch tot. Ja. Das ist alles nicht so tragisch. Komm, geh weg. Na komm, Alter. Reicht. Wo ist ein BB? Ist er unten? Okay.
Ah, hat es nicht aus. Nicht gereicht, sehr schade. Okay. Ah, super. Ich kann mir wieder nichts hacken. Alter! Die schießen auch mit ihren Zeilen rum, ne? Okay. So, wenigstens hier mal konnte ich was hacken. Alarms have been reset. Irgendwie, ich weiß nicht, die Typen hier, die nerven extrem. So, du brenn. Ah, jetzt muss er wieder nachladen, der feine Herr. Die Drohne ist hin. Ja, kein Helm mehr. Ah, ich hack mich einfach mal rein. Wird ja auch sonst nicht. Also, wie der jetzt im Prinzip. Okay. Versuche es diesmal zu vermeiden. Spüre, dass wer ober mir ist. Man kann hier aber definitiv runter, ne? So läuft das. Tja. Keiner mitbekommen. Auch sehr schön. Zack, einmal gehackt. So ein komplettes. Ah? Nee. Das war jetzt natürlich die Perfektion von wo reinhacken. Da kann man natürlich nicht lang. Walkers incoming. Wenn ich das gewusst hätte, dass man hier den Laser abschalten kann, das wäre natürlich traumhaft gewesen. Aber ja. Boah, der war auch. Boah, der war jetzt auch sehr, sehr schön. Einfach so. Ohne irgendwas. Komplett durchgerusht. Das war. Ja, das war schon sehr schön. Okay. Weg das wieder an. Du mit deinem mickrigen Shotgun triffst diesmal bis hierhin. So, natürlich jetzt nicht durchschießen. Ich muss ja die Munition sparen.
Aua. Okay, die muss ich jetzt... Ah. Komm. Stirb, jawohl. Einer noch, komm. Und der wirst du sein. So, einmal raushacken. Zack, 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 zack. Geht ja recht flott hier. Ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn man das nicht schafft. Wahrscheinlich wird man einfach rausgeworfen. Also so. So ein bisschen halt. Es wird dann halt ein bisschen was zum Schild abgezogen werden. Oder ein bisschen viel, je nachdem. Ach, Nase juckt. Oh. Wo die ab und zu hinschießen. Wundert mich schon ein bisschen. Oh, bitte. Ah, schön. Einmal nach oben, bitte. Dankeschön. Kann man noch weiter nach oben? Hier ist auch noch was, ne? Aber okay, da kommt man nicht lang. Du scheiß Moba-Ding. Ich stelle mir unter Anführungszeichen eine Shotgun auch ziemlich nice vor. Also hier steht er. Ah, meine Nase, ich hasse es. Der Ball hat sich gerade heute gerade keine Katze da, ne? Normalerweise habe ich ihn nur. Juckt die Nase nur, wenn ich eine Katze da war, aber. Heute eigentlich? War noch keine da. Was ist denn das für ein komisches... Na, seht ihr das da oben? Das ist, glaube ich, ein Geheimraum wieder. Eine Geheimraumansicht. Okay. Okay. Das geht. Wunderbar. Sehen wir zumindest Scheiße. Okay, das ist zumindest zerstörbar. Die Frage ist nur, ob wir jetzt natürlich hier auch weiterkommen. Das ist immer die Frage. Das Problem ist nämlich... das Hacken in der Zeit, wo das Ding hin und her fährt, ist echt fast unmöglich. Okay, ich muss definitiv hier runter. So, Gegnerwand draußen eh keine. Und zack. Excellent work. A clean extraction with no alarms. Ich weiß, danke. Okay. Heavy robotic signature detected. Lock and load. Okay. Dann gehe ich wieder auf gleichen Weg raus, wie ich reingekommen bin. Geh mal schnell hier rein. Hier kann man die Laser abschalten. Genau, das vergesse ich immer. Aber wer es so kann, der muss die Laser doch nicht abschalten. Das lasst ihr gefälligst bleiben. Na komm.
Seid nicht so langweilig. Hoppla. Voll dabei, vorbei geschnetzelt. Ich hasse diese Drohnen. Oh, ich glaube, ich muss nach unten. Na dann. Ich würde sagen, wir machen uns noch keinen Spaß aus Schwertkampf. Es gibt ja auch für Schwerter gibt es neue Moves, aber das glaube ich zählt leider nur für einhändige Schwerter. Und weg mit dir. So. Was gibt's hier Schönes? Ja, genau, falsch gedreht, ne? Ach Gott. Alarms reset. Okay, ich würde sagen, und weg hier. Jetzt, wo der Platz frei ist, kann man ja ruhig verschwinden. Ne? So, was haben wir denn? Vulkanische Schneide für den Nahkampf. 15% extra Schaden, Hitzeschaden, plus 500 Schaden. Boah, das ist ja eine... Alter, die ist geil. Die ist echt nice. Mal schauen, wo wir die einbauen. Wahrscheinlich, ob das eine spezielle ist. Für eine spezielle Waffe. So schön geputzt hier alles, das freut mich. Vulkanische Schneide, was bringt denn das? Plus 15 bekehrter Stahl, okay, Crit-Chance lassen wir natürlich drinnen. Na, das können wir auch nicht rausgeben, das wäre zu schlimm. Warte mal, wir haben hier Hitzeschaden, das heißt, wir könnten den 30%igen Hitzeschaden rausnehmen. Und das reinlegen. Aber wobei... Er liegt auf sowas. Das heißt, wenn ich das jetzt reinlege, habe ich zwar immer noch Explosionsschaden, der ist geringer, ja. Dafür haben wir jetzt noch einen extra Schaden plus 50%, was ich eigentlich macht weniger, was bringt weniger, ne? Bringt definitiv weniger, wenn ich das rausnehme. Okay. Dann natürlich, ja, dann lasse ich das drin, ne, weil er bringt 30% und das würde ich jetzt mal behaupten, ja, bringt auch 30%, ne. Warte mal, plus 5, ah, das bringt nur plus 50% extra Hitzeschaden, ah, du ist das. Na gut, ja, okay. Das bringt nur 50% Hitzeschaden, ja, das Ding bringt uns dann eher nicht viel. Sieht mir nach einer spezielleren Variante aus, so, nach sowas, ne, nach so goldenen Dingen halt, die halt, ja, bisschen besser sind, aber ja, bringt uns in dem Fall echt relativ wenig. Die Fury könnten wir mal wieder ein bisschen erweitern. Wir haben natürlich den Panzerbrecher, der ist aber zu groß, den können wir nicht reinstecken. Was könnten wir reingeben? Irgendwas mit 2, ne? Reifenmagazin, Nachladegeschwindigkeit ist ja eh schon erhöht. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, legen wir den Durchschnittsschaden einfach mal rein. Reservemagazin, das braucht doch keiner. Okay. Die Karnak können wir natürlich auch nichts mehr verbessern. Also wir hätten irgendwas Prickelndes, aber ja nicht so. Gut, dann würde ich sagen, jo, das war's eigentlich wieder für diese Folge. Und... Boah, ich finde das immer so geil. Weißt du, wenn du da raus siehst, ne, und dann fährt so ein riesen Grenierschiff vorbei oder was auch immer, also was auch immer vorbeifahrt, das ist egal. Es sieht einfach so grandios geil aus mit Hintergrund den Planeten, das sieht einfach so geil aus. Wenn jetzt natürlich diese Alarmierungsfenster nicht wären, wäre es noch viel, viel geiler, aber boah, ich finde das so, sieht echt wahnsinnig geil aus. Immer wieder aufs Neue geil. Na okay.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer Infos natürlich haben will von Warframe, für Warframe, vom neuen Patch, von der neuen Erweiterung, der kann auf warframe.com nachsehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und ja, tschüss, bis dann. Baba.